Hallo Leute und herzlich willkommen. Aber Was hat mir schon Kopfnuss gegeben? Okay. Nein. Mach von vorne. Okay. Wir haben uns 12 interessante Fragen ausgesucht. 12. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute darf ich mal das Intro machen. Ja, wir machen ein Q&A, wir haben 12 Fragen. Und ich wünsche euch viel Spaß, ich glaube, wird lustig. Wir fangen direkt an. Erste Frage. Wer kocht zu Hause? Was für eine Frage. Ich koche meistens zu Hause und Benada kocht dann, was kochst du, wenn du kochst? Pilze mit Reis. Okay, nächste Frage. Ist Nada streng? Ja, bin ich streng? Ich bin streng, ich muss zugeben, ich bin streng. Aber nur, wenn es um die Beziehung geht. Ja, finde so. Ich auch. Wenn ich merke, sie tanzt aus der Reihe, so, das tut uns nicht gut, dann sage ich ihr, tanz mal gerade, tanz mal nicht links und rechts. Ansonsten kann sie tanzen, wie sie will, solange sie glücklich ist. Oder? Ja, also du hast schon für mich beantwortet jetzt. Nächste Frage. Werdet ihr an Ramadan fasten? Ja, inshallah. Wir werden dann auch versuchen, so Ramadan-Vlogs zu machen. Ich glaube, es wird voll Spaß machen. Dann kann ich euch auch zeigen, was ich kochen werde. Wird witzig. Okay, nächste Frage. Streitet ihr euch oft? Finde ich nicht. Manchmal ist man halt nicht derselben Meinung, aber das ist völlig normal. Ja. Dann reden wir darüber und das ist auch schon gegessen. Ja. Es macht keinen Sinn zu streiten. Wir haben so ein paar Regeln. Wir gehen nicht mit einem Streit schlafen. Keine unserer Sachen in sich reinfressen. Wenn was ist, soll jeder darüber reden. Wenn wir streiten, reden wir nicht über die Streits mit anderen. So, wir klären das unter uns. Geht doch nicht zu anderen und redet über eure Beziehung, weil das schadet euch nur. Ja, wallah, niemanden. So. Wenn ihr euch streitet, es muss so sein. Irgendwo habe ich das mal gehört und genau dieses Bild ist bei mir im Kopf geblieben. Selbst wenn ihr euch umbringt in der Wohnung und dein Vater an der Tür klingelt, ja, muss sie die Tür aufmachen und mit so einem Lächeln da stehen und sagen, ah, Habibi Baba. Obwohl eine Sekunde vorher Katastrophe war. So. Versteht ihr, was ich meine? Klärt das untereinander, lasst die anderen das nicht mitbekommen. Einfach die Probleme zu Hause lassen. Ja, würde ich so sagen. Nächste Frage. Ja. Wer entschuldigt sich nach dem Streit? Meistens ich. Beide. Ja. Beide entschuldigen. Aber meistens ich, weil ich, Leute, es weil ist sie so, öfter falsch liegt. So. Ja, ich sag manchmal Sachen, die ich nicht so meine und die falsch rüberkommen. Nada erklärt mir dann einfach meistens, was ich falsch gesagt habe in dem Sinne. Mhm. Und ja, dann entschuldige ich mich dafür. Manchmal sagt die Sachen so. Wir diskutieren dann eine Stunde über eine Sache, wo ich mir denke, was labert die da? Ja, aber wenn sie recht hat, sage ich, du hast recht, es tut mir leid. Wenn ich recht habe, warten wir dann so eine halbe Stunde, diskutiert sie. In dem Moment, ja, wo sie komplett im Unrecht liegt, steht sie vor mir, guckt mich so an, wie konntest du? Und eine halbe Stunde später siehst du in ihren Augen so, fuck, er hat recht. Und dann entschuldigt sie sich. Aber dann ist alles wieder gut. Ja, so würde ich sagen. Beide entschuldigen sich. Okay. Nächste Frage. Tipps für eine gesunde Beziehung. Da kann Nada am besten die Tipps geben. Warum ich? Du auch. Ja, aber du kannst es besser sagen als ich. Aber ohne dich wäre die Beziehung nicht gesund. Ich weiß, aber du kannst es besser sagen. Tipps für eine gute Beziehung, meiner Meinung nach, einfach reden. Redet miteinander. So, redet über alles. Nicht Sachen in euch reinfressen. Redet, wenn was ist. Hört dem anderen zu, wenn was ist. Das gehört auch natürlich dazu. Und genießt jede Sekunde. So. Diesen Tipp hat mir gerade auch gegeben. Ihr seid ein Team, habe ich schon mal, glaube ich, gesagt in einem Video. Ihr seid ein Team und ihr beide gegen das Problem. Nimmt euch das zu Herzen. Wäre sie immer so. Obwohl sie diesen Satz ja im Kopf hat. Manchmal sieht es vor mir so, als wenn ich gegen dich, weil du bist das Problem. Nein, Leute, das ist wirklich. Ihr seid wirklich beide gegen das Problem. Ja, Mann. Nächste Frage. Okay. Wollt ihr Kinder haben? Ja. Ja. Sofort. Also wenn kommt, sofort inshallah so. Ja. Und Hauptsache gesund. Ja. Würde mir schon Kinder wünschen. Ja. Okay, nächste Frage. Wie viele Kinder wollt ihr haben? Drei. Drei? Ich möchte drei Kinder haben. Am besten die Reihenfolge soll so sein. Zwei Jungs und ein Mädchen. Ja, inshallah. Ich würde mir sogar eine kleine Prinzessin wünschen. So, aber die als Dritte, so dass die großen Jungs auf sie aufpassen können. Ja. Nächste Frage. Kannst du Arabisch? Alabach geht perfekt Arabisch. Kasabi, nächste Frage. Ja, was hast du gesagt? Lügnerin. Okay. Was liebst du am anderen am meisten? Fangen wir als erstes an. Okay, am meisten. Ja. Am meisten deine Art,
dein Benehmen. So, du schämst dich. Ich mag es, wenn du dich schämst. Ja. So. Du hörst zu. Viele Sachen, ne? Du kochst gut. Du bist eine gute Hausfrau. Du bist aber auch sehr attraktiv, so. Und so eine Sachen halt. Du bist gut, ja? Danke. So, was soll ich sagen, ja? Ich liebe am meisten an dir, dass du so geduldig bist. Dass du immer für die Beziehung handelst. Mann, nada, jetzt ernst. Ja, Mann. Dass du männlich bist, dass du einfach diese Beziehung tragen kannst. So, und ich bin dankbar, dass du jemanden habe wie dich. Mann, ich bin auch dankbar. Nächste Frage. Wie viel Geld braucht man, um zu heiraten? Wie viel Geld man braucht? Das finde ich sehr interessant. Voila, darf ich? Ja. Natürlich, bei jedem ist es unterschiedlich. Manche wollen ja, dass der Mann kommt, er muss ein AMG fahren. Dann muss er, keine Ahnung, 5 Häuser haben und so. Wo ich mir denke, wer bist du, ja, Chara, Tochter von wem? So. Man sollte auf eigenen Beinen stehen und so, natürlich. Aber ich würde nicht sagen, erst wenn er so ist, nehme ich ihn. Wer bist du denn, dass du genau diesen Mann verdient hast? Verstehst du, was ich meine? So, natürlich. Ja, es gibt ja auch Männer, die dann Angst haben. Also ich glaube Angst, weil sie heiraten nicht, wenn sie halt kein Geld haben, weißt du? Natürlich, man will auch Erfolg haben. Man muss Geld verdienen, um seine Familie zu ernähren und so. Das sind alles Ziele, die man haben kann. Aber nicht die Voraussetzungen zu heiraten. Ich sag ehrlich, ich habe alles auf eine Karte geworfen. So. Für meine Karriere. Ich hatte hier nicht mal eine Matratze. Luisa ist hergekommen, hat das gesehen. Sie hatte keine Angst, so mich zu nehmen. So. Sie weiß, ich mach das schon irgendwie. Sie ist gekommen, wollte heiraten. Ich habe ihr gesagt, ich mach das, egal wie. Wallah, selbst wenn ich Geld unterm Boden raushole, irgendwie mache ich das. Ja, wir haben es gemacht. Uns geht's gut, Alhamdulillah. So. Oder? Irgendwie muss ich weinen. Warum? Oh. Keine Ahnung. Wir können nur sagen, wie es bei uns war. Ich kann nicht sagen, wir brauchen kein Geld dafür. So. Man kann sich ja auch zusammen etwas aufbauen. Ja. Und wallah, Leute, ich weiß, eine andere Frau hätte vielleicht gesagt, so ist das. Aber wir sind beide in nicht so guten Gegenden aufgewachsen, sagen wir so. Wir hatten von Anfang an nichts. So. Und jetzt, Alhamdulillah, man macht das schon. So als Mann jetzt, falls das ein paar Männer sehen, du musst diesen Gedanken haben, egal was ist. Man muss zeigen, dass du ein Mann bist, dann musst du hoch. So rauskommen. Deshalb vertraut einfach auf Gott und macht einfach. Oder? Ja. Nächste Frage. Nächste Frage. Was hat sich verändert, seitdem ihr zusammengezogen seid? Ich habe ein Bett jetzt. Mann, na, das kannst du nicht sagen. Alles hat sich verändert. Ich bin jetzt eine richtige Hausfrau. Wow. Wirklich? Leute, ich Ziel erreicht. Leute, ich helfe auch, mal sehr, ich helfe. Ja, aber Leute, bei mir war das so, zu Hause, ich bin ehrlich, ich war immer arbeiten und ich habe nicht so viel zu Hause gemacht. Das Höchste, was ich gemacht habe, war jetzt mein Zimmer aufgeräumt oder die ganze Wohnung gestaubsaugt, mal einmal, keine Ahnung, eine Woche Wäsche gewaschen. Aber jetzt ist es ja so, mein Fulltime-Job irgendwo. Meine auch. Ich mache viel und Nada unterstützt mich auch schon. Wenn ich ihm Unterstützung bitte, dann hilft er mir immer. Genau, wisst ihr, was die Unterstützung ist? Ich komme ins Zimmer so voll motiviert. Luisa! Ich sehe, du hast viel zu tun. Wie kann ich dir helfen? Sag mir, ich will dir helfen. Soll ich euch sagen, wie? Bitte, Nada. Setz dich einfach nur hin. Und rede mit mir, Leute. Das macht so einen Unterschied. Man ist motivierter. Man möchte dann einfach die ganze Wohnung turbo aufräumen, wenn man die Unterstützung hat. Ja, wenn man die Unterstützung hat. Dann sitze ich da, so, wie so ein Esel. Ich denke mir, ja, okay, die redet gerade nicht mal mit mir. Ich packe kurz mein Handy an. Ich mache Handy weg. Ich gucke zu ihr, sie so. Ist dein Ernst? Ja, aber ich glaube, manche Frauen verstehen mich. Sie braucht Aufmerksamkeit. In dem Moment, sie braucht die Aufmerksamkeit. So. Aber kann man verstehen. Ja, das war's schon mit den Fragen. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Kommentiert, abonniert. Like, kommentiert, abonniert. Like, kommentiert, abonniert. Fertig. Bis zum nächsten Mal.